Das ist einfach so, dass einfach die Menschen meinen, man muss hochstudiert sein. Was habe ich gelesen in der Lesung? Wer ist der Größte im Himmelreich? Thomas von Aquin, ein hochgescheiter Lehrer, ein Heiliger allerdings, ja. Was hat er? Er hat alles geschrieben, was er zum Teil bekam und zum Teil auch von seinem Denken. Wisst ihr, was er fast beim Totenbrett, also Bett, was er noch sagte? Ich habe nur Stroh gedroschen. Antonius von Padua, der hat in mehreren Hochschulen Paris überall studiert. Und dann hat er alles auf der Seite gelassen, hat geredet wie ein Kind in der Liebe über Gott. Warum denn muss denn der Priester so viele Jahre Studien machen? Gibt es denn keinen Heiligen Geist mehr, der was tun kann? Meine Priester sind in einem Jahr schon fix fertig. Noch nicht überaus heilig, aber... Ich habe gedacht, ich mache so, wie es der Heiland gemacht hat. Und ich denke, da kann niemand was sagen, das ist nicht recht. Ich lasse die Priester im Hause. Letzte Zeit ist ein bisschen wenig gewesen, gell? Ich lasse im Haus und sie sehen, wie ich handle, wie ich mit den Leuten rede, wie ich da sage, so und so sage. Und daraus lernen sie. Und das lernen sie und danach gehen sie hinaus und verbreiten es. Ich, Begnadete, ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber eins weiß ich, Werkzeug. Und ich beharre auf das, Werkzeug. Denn das Werkzeug kann nicht selber etwas machen. Keine Zange geht da, wenn sie da liegt, plötzlich und zieht den Nagel raus. Der Meister muss die Zange in die Hand nehmen. Und so bin ich auch nur ein Werkzeug, wo er mich muss meine bedienen. Es steht ja zum Beispiel, so wird es auch am Ende der Welt gehen, die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden. Also es gibt doch eine Scheidung am letzten Tag, gut und bös. Und versteht ihr, warum ich Angst und Sorge habe für die, welche dann unter die Bösen kommen würden? Da schreie ich halt manchmal vor Sorge. Nicht ich, der Schneider, nein, aber er, der in mir ist. Ich spüre sein Schmerz. Ja, Gott, Schmerz. Man sagt manchmal, ja Gott oder der Heilige kann doch nicht mehr Schmerzen haben. Oder Gott kann doch keine Schmerzen mehr haben, aber im Menschen drin. Und für das täte ich weiß ich was. Man vergisst vielleicht auch immer wieder, mir ist es zwar gar nicht so wohl, das immer wieder zu wiederholen, aber dass ich zweimal entrückt war im Himmel. Und da habe ich einen Auftrag bekommen als Neunjähriger. Und diese Liebe, zuerst zweimal, einmal gab er mir die Liebe, weil ich nur ein unschuldiges Kind war. Als Jungmann muss ich nochmal gehen, da zeigt er mir seine Gerechtigkeit. Und weil ich die auch noch kenne, viele sagen, ja Gott ist doch lieb, ja er ist doch brav, er macht ihm nichts, ja ihr kommen alle in den Himmel. So ungefähr der Papst, oder der, nein, nicht der Papst, der Goyo. Überall, ja Gott ist gütig, lieb, man wirft es mir schon vor, ich sei nicht lieb und so. Aber es gibt ein jüngstes Gericht. Und was sagt Gott denen zur Linken, den Bösen? Weichet ihr Verfluchten in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln
gegeben ist. Und zu den anderen sagte: Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters, die ihr mir gedient habt, kommt in mein Reich, da wird einziges Glück. Muss ich da nicht Angst haben, wenn ich die Liebe vom Heiland verspüre und sehe das Elend, wo er hat, für die Menschen, die einfach nicht mehr begreifen? Ihr werdet sehen, hat es hochintelligente Menschen, die begreifen es nicht mehr. Weil Gott ihnen gesagt hat, er sagt einmal, sie haben Augen zu sehen, sehen nicht. Sie haben Ohren zu hören, hören nicht. Wenn jemand so stolz ist und hochgelehrt ist, dann lässt Gott ihn nicht mehr sehen. Er lässt ihn nicht mehr hören. Glaubt ihr, dass ich mit 86 Jahren im Tag oder noch etwa 12, 13, 14 Stunden arbeite, dieser Tattelkreis? Wer tut es denn vor? Irgendwo jemand sagt, ich war im Himmel oben. Also er hat eine Drückung gehabt. Und ich weiß von vielen, dass es keine Drückung war. Es ist nur, der Geist und die Seele ist hinausgegangen und nicht zu Gott. Denn wenn man zu diesem Fleischkoloss da, Kloss, herauskommt, ist eine Freiheit. Hier ist man im Gefängnis. Wenn man raus sieht, sieht man fantastisch. Da meint man schon, ihr wärt im Himmel. Nein, du bist nur etwa 3, 4, 5 Meter ob dir, ob deinem Körper. Wenn einer wahrhaft entrückt ist, wurde, dann hat er eine Aufgabe bekommen, wenn er zurückkommt. Eine ganz bestimmte Aufgabe. Und er wird sich absolut ändern. Gott sagte mir, dass er mit mir was vorhat, dass er mir mit mir dann mal möchte, was Besonderes. Ich kann das gar nicht erklären, das gibt es einfach. Man kann es einfach nicht erklären hier auf der Erde. Ich habe mit 28 geheiratet. Und ich glaube, mit etwas 35, 40, ich weiß nicht mehr was, hat mich Gott gerufen zu diesem, was er mir als Neunjähriger gesagt hat. Wisst ihr, was Nummer eins ist bei Gott? Demut und Geduld. Es gibt einen Spruch, aber ich kenne ihn nicht mehr. Gott kommt spätestens rechtzeitig. Danke.